Hallo und herzlich willkommen zu einem TYPO3 Tutorial. In diesem Tutorial werde ich Ihnen erläutern, worum es sich bei TYPO3 handelt und was der Unterschied zwischen dem Frontend-Bereich und dem Backend-Bereich ist. Bei TYPO3 handelt es sich um ein freies Content-Management-System. Das heißt, Sie können damit die Inhalte einer Webseite verwalten und so leicht eine eigene Internetseite wie beispielsweise eine Schul-Homepage erstellen, ohne dass Sie über HTML oder Programmierungskenntnisse verfügen müssen. Das TYPO3-System teilt sich in zwei Bereiche auf. Zum einen gibt es den sogenannten Frontend-Bereich und zum anderen den Backend-Bereich. Was Sie hier sehen, ist der sogenannte Frontend-Bereich. Dabei handelt es sich um die Ansicht, die auch User nach dem Aufruf ihrer Seite sehen können. Der für Sie wichtigere Bereich ist allerdings der sogenannte Backend-Bereich. Hier können Sie Ihre Seite bearbeiten. Sie können Artikel schreiben, Bilder hochladen, Dokumente zur Verfügung stellen und so weiter. Es handelt sich also um ein Arbeitstool. Um zum Backend von TYPO3 zu gelangen, fügen Sie einfach in der Adresszeile des Browsers an Ihre Domain /TYPO3 an. Sie befinden sich nun in dem Bereich, in dem Sie sich ins Backend einloggen können. Geben Sie einfach Ihr Benutzername und Ihr Passwort ein und klicken Sie anschließend auf Anmelden. Nun befinden Sie sich auch schon im Backend-Bereich und können mit der Bearbeitung Ihrer Seite beginnen. Das war's dann auch schon. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.